Danke, Herr Kollege Wurm, dass Sie das richtig gestellt haben. Meine Damen und Herren, an den Bildschirmgeräten, meine Vorrednerin, eine tüchtige Unternehmerin, eine Großunternehmerin. Wunderbar, für Sie ist die Welt rosarot auch weiterhin. Wenn Sie betroffen sind, wenn Sie zu diesen über 1,8 Millionen Österreicherinnen und Österreichern gehören, die jetzt beschäftigungslos sind, dann wissen Sie, dass das nicht ganz so ist, die Welt, wie sich die Frau Graf das gerne gezeichnet hat oder wie die ÖVP sich das überhaupt gerne aufzeichnet, diese Welt. So funktioniert es nämlich leider nicht. Wir wissen, und das zeigt die offizielle Homepage der Frau Arbeitsministerin, die Kurve der Beschäftigungslosen geht weiterhin nach oben. Sie steigt unendlich an. Und wenn wir keine ordentlichen Gegenmaßnahmen bieten, wird auch weiter ansteigen. Und da können Sie sich noch so oft hierher stellen und erklären, wie großartig denn nicht die Maßnahmen waren. 12 Milliarden für die Kurzarbeit. Am Papier gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber wie viel kommt denn an bei den Bürgern? Wie viel kommt denn an bei den Unternehmern? Na, ein bisschen was über 400 Millionen. Das ist doch bitte schön nicht einmal 10% des Gesamten, was hier angekommen ist, meine Damen und Herren. Und das ist das Problem. Das Geld, das die Arbeitnehmer bekommen, ist bisher noch von den Unternehmen bezahlt. Da hat die Bundesregierung noch überhaupt nichts gemacht. Da wird nichts überwiesen. Genauso wie beim Härtefallfonds. Sie können gerne herauskommen, Sie müssen nicht immer reinschreien. Na, selbstverständlich stimmt es, meine Damen und Herren. Na, selbstverständlich stimmt es, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, in welcher Welt Sie leben. 464 Millionen sind angekommen an Förderungen inzwischen bisher. Von den 38 Milliarden, davon 191 für die Kurzarbeit. 191 Millionen von 12 Milliarden. Also was reden Sie davon? In welcher Welt leben Sie denn wirklich? Offensichtlich reden Sie nur mit den Wirtschaftsbundmitgliedern. Möglicherweise werden die bevorzugt. Aber alle anderen bekommen einfach nichts. Und das hören Sie doch tagtäglich, wenn Sie mit den Unternehmern sprechen. Sie können das ja nicht immer wegleugnen. Die Zahlen sprechen hier eine ganz, ganz eindeutige Sprache, meine Damen und Herren von der ÖVP. Also hören Sie auf. Versuchen Sie gar nicht mehr, den Menschen Sand in die Augen zu streuen. Er kommt ohnehin nicht mehr an, weil Ihre Taten schlicht und einfach nicht den Worten folgen. Das ist das wirkliche Problem, das wir derzeit in Österreich haben. So, und jetzt kommen wir zu diesem Budget. Dieses Budget ist berechnet worden von den Arbeitslosenzahlen des Februars. Dieses Budget hat Schwerpunkte gesetzt, die waren im Februar vielleicht richtig, vielleicht nachvollziehbar. Wir leben jetzt in einer anderen Situation. Was sagen Sie denn jetzt diesen Menschen, die nichts mehr haben? Was sagen Sie den Familien, wo beide Elternteile arbeitslos geworden sind, die mit 55% Ersatzquote jetzt leben müssen, die möglicherweise Kreditraten bezahlen müssen, die Fixkosten haben? Ich sage es Ihnen, meine Damen und Herren, was gestern im Sozialausschuss die Antwort der ÖVP war. Man soll es halt Mindestsicherung beantragen. Das war die Antwort der ÖVP. Das ist menschenverachtend und das ist abzulehnen, meine Damen und Herren. Und selbstverständlich, meine Damen und Herren, werden wir auch den Antrag der SPÖ unterstützen, weil es notwendig ist, und zwar jetzt notwendig ist, den Konsum wieder anzukurbeln. Sonst werden wir es in Österreich nicht mehr schaffen, dass wir die Wirtschaft wieder rauffahren. Weil was wir jetzt erleben, das ist ein Konsumschock. Auch der ist im Übrigen von Ihnen und von Ihrer Bundesregierung hier provoziert, weil Sie es nicht geschafft haben, den Menschen endlich wieder Optimismus und Mut zu geben, sondern weil Sie in Ihrer Angstmache weiterhin verharren, weil Sie weiter die Angstparolen schüren, von der zweiten Welle sprechen. Das ist der Grund, und warum die Leute sich jetzt zurückhalten mit dem Konsum. Und so werden wir die Wirtschaft einfach nicht mehr in den Lauf bekommen. Das zum einen. Und zum anderen, es gibt viele Unternehmer, die jetzt, selbst wenn sie Aufträge hätten, gar nicht mehr arbeiten können, weil sie gar keine Arbeitskräfte bekommen. Weil das ist das nächste Versagen, das sie haben. Sie haben diese Welt zu einer globalisierten gemacht und jetzt reden sie sich darauf aus, ja, na, das ist EU, da können wir nicht, da wollen wir nicht. Wissen Sie, wo das Geld locker sitzt bei Ihnen? Dann, wenn es darum geht, für die Pleitestaaten der EU zu haften, dann sitzt Ihr Geld locker bei der ÖVP. Wenn es darum geht, die eigenen Unternehmen, die eigenen Arbeitsplätze zu sichern, dann knausern Sie, dann sagen Sie, die Arbeitnehmer sollen in die Mindestsicherung gehen. Das ist die ÖVP-Politik, diese asoziale, menschenverachtende, meine Damen und Herren. Und daher ist es auch dringend notwendig, jetzt endlich hier umzudenken und auch den Arbeitsplatz, den Arbeitsmarkt wiederum zu renationalisieren, damit wir jene Personen, die in Österreich am Arbeitsmarkt auch Arbeitsplätze suchen, auch wieder unterbringen. Das ist ja auch ein Thema. Das haben Sie völlig verschlafen. Da kommt überhaupt nichts.
Und das ist, sie sitzen immer nur da, selbstgefällig, sind sich selbst genug. Bitte gehen Sie endlich einmal hinaus auf die Straße, Frau Minister, Sie auch. Sprechen Sie endlich mit den Betroffenen und hören Sie auf, am grünen Schreibtisch irgendwelche Zahlenspiele zu spielen. Nehmen Sie die Zahlen her, die Sie ausbezahlt haben. Und dann sehen Sie, es ist de facto nichts, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. So gesehen hätten Sie natürlich das Februarbudget lassen können. Und so gesehen verstehe ich ja sogar den Finanzminister, er will gar nichts mehr ändern, weil er hat eh nicht vor, irgendjemandem zu helfen und etwas auszubezahlen. Und in diesem Sinne stelle ich jetzt einen Entschließungsantrag der Abgeordneten Belakovic-Wurm. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die Regelungen für ein Maßnahmenpaket gegen die sektorale Arbeitslosigkeit in Österreich als Konsequenz der Covid-19-Krise beinhaltet. Dieses Maßnahmenpaket soll sektorale Zugangsbeschränkungen auf den Arbeitsmarkt für Nicht-EU-Bürger und EU-Bürger nach Maßgabe von Alter, Ausbildungsniveau, besonderen Bedürfnissen und gesundheitlichen Einschränkungen, bisheriger Berufstätigkeit, angestrebter Berufstätigkeit und branchenspezifischer kurz-, mittel- und langfristiger Konjunktur- und Arbeitsmarktprognose beinhalten. Insbesondere sollen im Zuge dieser Maßnahmen auch die negativen Auswirkungen der Covid-19-Krise für den Arbeitsmarkt nachhaltig korrigiert werden. Das wäre dringend notwendig. Denn dass unser Arbeitsmarkt derzeit so ausschaut, wie er ausschaut, das ist nicht irgendeinem Virus geschuldet. Das ist Ihrem Nichthandeln geschuldet. Das ist der Tatsache geschuldet, dass Sie über Nacht den Unternehmen verboten haben, ihre Geschäfte zu betreten. Dem ist es geschuldet, ohne dafür gerade zu stehen, ohne dass die Unternehmer dafür einen Ausgleich erhalten haben. Und drum schaut die Wirtschaft so aus und drum sind die Arbeitsmarktdaten so schlecht, wie sie sind. Die Arbeitssprecherin der Freiheitlichen, Dagmar Belakovic.